Im vorigen Video haben Sie gelernt, dass Lesen aus Sicht der Leseforschung auch Handeln heißt. Professorin Reichel würde sagen, wir filtern, dekodieren, selektieren, navigieren und orientieren uns mit Hilfe des Lesens im Alltag, sowohl in der digitalen als auch in der analogen Welt. Ich hätte aber noch eine Frage an Professorin Reichel. Wenn ich Zeitung auf meinem Tablet lese oder in ein gedrucktes Buch versinke, handelt es sich dann um zwei verschiedene Lesearten? Und worin bestehen genau die Unterschiede, wenn ich online oder digital lese? Und auch an Sie habe ich noch eine Frage, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Was macht denn Ihr Körper gerade? Sitzen, stehen oder liegen Sie? Haben Sie Ihre Hände auf der Maus? Klicken Sie oder wischen Sie über Tablet? Ein ganz neuer Begriff, der im Zusammenhang mit der Frage von digitalem gegenüber analogen Lesen aufgetaucht ist, ist der Begriff des verkörperten Verstehens. Was stellen Sie sich darunter vor, wenn Sie verkörpertes Verstehen hören? Oder was fühlt Ihr Körper dabei? Lesen Sie eigentlich mehr am Papier oder mehr online? Im Folgenden erkläre ich Ihnen die Unterschiede zwischen den beiden Lesearten und stelle Ihnen eine sehr spannende Metastudie vor. Welche Unterschiede gibt es zwischen Lesen auf Papier und Lesen am Bildschirm? Zum einen macht man ganz andere Dinge mit dem Körper. Das automatische Umblättern und das Halten des Buches, beides mit den Händen, fällt weg. Stattdessen wird gewischt, gescrollt oder geklickt. Das klingt jetzt ganz banal, hat aber Auswirkungen darauf, wie viel und was ich beim Lesen eines Texts verstehe. Das Umblättern von Seiten und das Halten und Sehen eines Buches vermittelt schon bestimmte Informationen über einen Text. Sie kennen das vielleicht von einer Prüfungsvorbereitung. Oft kann man sich genau erinnern, wo eine Information steht, rechts unten ungefähr im ersten Drittel des Buches, aber den Inhalt selbst kann man sich nicht erinnern. Diese Orientierungshilfe fällt beim Online-Lesen weg, weil da die physischen Grenzen von Seiten und Absätzen verschwinden. Andere Studien haben herausgefunden, dass Testpersonen, die einen Roman in einem gedruckten Buch gelesen haben, sehr gut im Erinnern von räumlichen und zeitlichen Details dieser Geschichte waren. Die Testpersonen, die denselben Text am Bildschirm, am E-Reader oder am Tablet gelesen haben, hatten damit größere Mühe. Mir leuchtet das durchaus ein. Die Stärke des Buches, das man hält, signalisiert dem Hirn ungefähr, wo man sich wann in der Erzählung befindet. Das ist ein sehr spannendes Ergebnis, finde ich, weil es uns zeigt, dass es eine Art verkörpertes Verstehen gibt, über das wir noch nicht sehr viel wissen, aber das aktuell intensiv beforscht wird. Lassen Sie mich kurz erklären, wie solche Lesestudien ablaufen, in denen es um das Bildschirmlesen geht. Die meisten Leseforscherinnen verwenden dafür klassische Hypertexte, also Webseiten mit faktischer Information, auf denen es Hyperlinks und Bilder gibt. Von einer anderen Gruppe werden ausgedruckte Texte mit demselben Inhalt gelesen. Dann wird verglichen, wie viel und wie gut sich die Personen jeweils die Informationen gemerkt haben und auch wie sie ihre eigene Merkleistung einschätzen. Einige Studien verknüpfen das Bildschirmlesen mit Methoden wie Eye-Tracking, also Augenbewegungen, ein Überprüfen der Pupillenweitung und EEGs, also bildgebende Verfahren für neuronale Prozesse. Und bei diesen Studien hat sich herausgestellt, dass das Vorhandensein von Hyperlinks den Leseprozess belastet. Man kann fast sagen, stört. Warum weiß man das? Erstens, weil die Testpersonen zwar gedacht haben, sie hätten sich die Information sehr gut gemerkt, tatsächlich waren die Ergebnisse aber schlechter als bei den Analoglesenden. Und zweitens haben diese Verfahren, dieses Eye-Tracking, die Pupillenaufnahmen und das EEG gezeigt, dass jedes Mal bei den Hyperlinks mehr kognitive Arbeit gemacht werden muss. Ein Hyperlink ist ja irgendwie wie eine kleine Kreuzung. Man muss überlegen, ob man weitergeht oder abbiegt, ob man dem Link folgt oder nicht. Die Pupillen erweitern sich, das ist ein Zeichen für erhöhte Aufmerksamkeit. Die Augen bleiben einen Moment länger auf dem Hyperlink stehen. Und das Hirn muss mehr Energie aufwenden, um quasi an dem Hyperlink vorbeizukommen. Das kommt den meisten von uns schon total automatisiert vor, aber tatsächlich ist es, wenn man nicht ständig dieselbe Website besucht, ein kleiner Entscheidungsprozess, der beim Lesen auf Papier wegfällt. Das Scrollen und Klicken ist auch jedes Mal eine kleine Ablenkung. Auf einer Website wird man deshalb jedes Mal aus einem Leseprozess ein kleines bisschen herausgeholt, wenn man so eine Mini-Entscheidung treffen muss oder auch nur hinunterscrollen muss. Einigen Studien zufolge ist das schon genug, um die Merkfähigkeit beim Online-Lesen ein wenig herunterzusetzen. Es hat in den letzten Jahren zahlreiche Untersuchungen gegeben, die zum Ziel hatten, mehr über die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Lesearten herauszufinden.
Diese Studien wurden 2018 in einer großen Metastudie zusammengefasst, mit Ergebnissen von 54 Studien von 2000 bis 2017 mit insgesamt über 170.000 TeilnehmerInnen, also ziemlich beeindruckende Zahlen. Die Frage, die sich Pablo Delgado und seine KollegInnen dabei gestellt haben, war, ob das Lesemedium, also Papier oder Bildschirm, einen Einfluss auf das Leseverständnis hat und natürlich auch welchen. Das Ergebnis war eindeutig. A clear picture of screen inferiority, also eine eindeutig negative Auswirkung des Bildschirmlesens und a shallower processing style on digital environments, eine oberflächlichere Textverarbeitung in digitalen Lesesituationen, und zwar in Form eines anderen Lesestils. Am Bildschirm scheint oberflächlicher gelesen zu werden als am Papier. Dabei war auffällig, dass bestimmte Faktoren diese Ergebnisse beeinflussen konnten. Wenn den Testpersonen ein Zeitlimit gesetzt wurde, dann waren die Ergebnisse am Bildschirm und am Papier gleich gut. Dasselbe ist passiert, wenn man die Aufgaben beim Online-Lesen als besonders schwierig gekennzeichnet hat. Das heißt, dass TeilnehmerInnen die Leseaufgaben beim Online-Lesen ernster genommen und dadurch erfolgreicher durchgeführt haben, wenn ihnen bewusst war, dass es schwieriger ist und schneller gehen muss. Die Annahme ist, dass sie sich dann ganz bewusst und viel besser von Ablenkungen abgrenzen konnten und ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Leseaufgaben lenken konnten. Das für mich interessanteste und auch etwas überraschende Ergebnis war, dass diese negativen Auswirkungen des digitalen Lesens unabhängig vom Alter, vom Bildungsgrad und von der Textlänge waren. Ich hätte eigentlich erwartet, dass in diesem Zeitraum von 2000 bis 2017 gerade die neueren Studien weniger auffällige Effekte des Bildschirmlesens ergeben würden, einfach durch einen gewissen Generationswandel und die Selbstverständlichkeit, mit digitalen Lesesituationen umzugehen, die ich vor allem in der jüngeren Altersgruppe vermuten würde. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Die neueren Studien haben sogar größere Defizite beim Online-Lesen gegenüber dem Lesen am Papier gezeigt. Das, was in der Forschung oft als Deep Reading bezeichnet wird, das tiefe Lesen, das intensive, konzentrierte Lesen eines längeren Textes, scheint einfach besser am Papier zu funktionieren. Was machen wir jetzt mit diesem Wissen? Was sind die Konsequenzen so eines Befundes? Niemand wird realistischerweise vorschlagen, das Lesen am PC sein zu lassen und stattdessen immer alles auszudrucken. Das ist aus verschiedensten Gründen unrealistisch. Eine wichtige Reaktion kam aus der Forschungsgemeinschaft selbst. Es gibt eine große europäische Forschungsgruppe, die interdisziplinär sehr spannende Leseforschung betreibt und der ca. 200 Wissenschaftlerinnen angehören. Die heißt eRead. Das steht für The Evolution of Reading in the Age of Digitization. Und die gab im Zuge einer Tagung in Stavanger in Norwegen 2019 eine Erklärung heraus unter dem Namen The Stavanger Declaration on the Future of Reading, in der sie Empfehlungen aus ihren Erkenntnissen der letzten 4 Jahre abgeleitet haben. Dabei haben sie sich vor allem auf die eben erwähnte Metastudie von Delgado und Kolleginnen bezogen. Hier wird nicht dafür plädiert, das Lesen am Computer ganz zu verbannen, sondern zusätzlich zur digitalen Bildung, deren Wichtigkeit ja in diesem Kontext völlig unbestritten ist, das konzentrierte Lesen am Papier als wesentlichen Bestandteil der Leseerziehung zu berücksichtigen und zu fördern. Einerseits, weil das tiefe Lesen an sich eine wichtige Kompetenz ist, die erlernt werden muss, und andererseits, weil durch das sinnerfassende Lesen langer Texte auch so Kompetenzen wie Konzentrationsfähigkeit über längere Zeitspannen, der Ausbau eines Vokabulars und Gedächtnistraining aufgebaut werden. Daher die Empfehlung an BildungspolitikerInnen, bei der digitalen Bildung nicht zu vergessen, das konzentrierte, tiefe Lesen von Langtexten zu üben, da sich das mit digitalen Mitteln offenbar nur schwer erlernen lässt. Und auch die Empfehlung, sich zu überlegen, wie diese Form des Lesens auch in digitalen Settings gefördert werden kann. Denn die Entwicklung geht ja ganz klar in diese Richtung. Es ist ganz klar, dass die Leseforschung, auch wenn sie Studien über 17 Jahre untersucht, doch immer nur eine Momentaufnahme ist. Der digitale Wandel ist ein moving target, ein bewegtes Ziel, dem man in der Forschung immer ein bisschen hinten nachhinkt. Wir werden also weiterhin beobachten müssen, welche Ergebnisse ähnliche Forschungsprojekte liefern und ob sich die Befunde im Generationenverlauf verändern. Das quasi unfreiwillige, verstärkte Lesen am Bildschirm, das wir alle durch die Corona-Pandemie erfahren haben, könnte uns dann neue Ergebnisse liefern oder die alten bestärken und verdichten. Aktuell ist es noch zu früh, darüber was Genaues zu sagen. Es bleibt also spannend.